Seht euch an, was euch heute erwartet und seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen bei den Tommys. Heute spielen wir Schlagzeug. Heute machen wir Drumstick, klassisch, auf dem Smoker. Ja? Also richtig oldschool, die Lokomotive haben wir angemacht und wir haben noch eine schöne Beilage dazu. Genau, Baked Beans, ebenfalls im Smoker, komplett gesmoked werden die. Genau, klassisch. Genau, klassisch. Passt zu allen. Ja, alles was Smoker-Richtung, denke ich, passt das ganz gut. Genau. Und wie es geht? Das zeigen wir euch. Kommen wir zu unseren Zutaten. Wir haben hier Drumsticks, Hähnchen-Unterschenkel. Die schneiden wir ein, schieben die ein bisschen runter, damit schön das Fleisch, der Knochen frei ist. Hier haben wir unser Hehleiwürz, ja, unseren Rapp. Damit würzen wir die Hähnchenschenkel, bevor sie auf den Gestell kommen. Und die Stabsoße, die nehmen wir uns einfach zur Gläs. Am Schluss nachher nochmal schön einpinseln, damit sie einen schönen Glanz kriegen. Ne? Okay, das ist das, was wir für unser Schenkelchen brauchen, unser Unterschenkelchen. Die Schüssel, Jörg, die steht ja hinten so leer. Was ist das? Also die ist ganz wichtig. Da wird nachher drin gewürzt. Ja? Ja, dann haben wir hier unser kleines Fännchen. Aber das reicht, mehr brauchen wir nicht. Da braten wir diesen Speck an, den Rauchspeck. Könnt ihr gewürfelten Speck kaufen, müsst ihr nicht selber schneiden. Wir haben es selber gemacht, aber muss nicht sein. Bacon. Und dann diese Bacon Beans. Einfach rein, rühren und dann im Smoker stehen lassen. Ganz einfach, keine Probleme. Fangen wir an, Thomas. So, wir nehmen unsere Hähnchenschenkel. Ihr nehmt ein Messer, also ganz einfach. Das ist keine Schwierigkeit, das kann wirklich jeder. Dann schneidet ihr hier oben so weit wie möglich oben einmal ein, ringsrum, ja, damit ihr das hier am Knochen freigelegt habt. Und dann nehmt ihr nur noch euer Messer und schiebt das so runter. Ja. Und wenn dann noch mal irgendwo eine Sehne hängt, wie jetzt hier bei uns, ist das nicht schlimm, dann schneidet ihr noch mal nach. Ja. So. Und dann ein bisschen aufdrücken, runterschieben. Und dann seid ihr schon fertig. Damit habt ihr den Knochen freigelegt. Stört euch nicht an den Sehnen hier. Das ist alles kein großes Drama. Die gehen nachher mit weg beim Braten. So, schneiden wir die zurecht. Dann kommen sie in unsere Schüssel und dann können sie gewürzt werden. So, haben wir es, Thomas. Alle Drumsticks fertig. Bereit zum Würzen. Sieht schön aus. So, jetzt könnte man natürlich anfangen und wir nehmen jeden Schenkel und würzen jeden Schenkel, aber es ist nicht nötig. Macht euer Gewürz drüber, großzügig und dann wird das schön durchgemengt, ja? So, damit überall der Rapp schön rankommt an unsere Haut, an unser Fleisch. Einmal schön durchmischen. Braucht kein Öl, ja nicht. Das klebt, das ist nass genug. Genau. Die Würze hält, müsst ihr euch gerne verschließen wir alles, das Öl, Quatsch, brauchen wir nicht. Jawohl, wir haben genug Fett, dadurch, dass wir noch die Haut haben, ne, können wir also auf Öl verzichten, trocken reicht. So, damit sind wir mit dem Thema Würzen schon durch. Dann kann's. Und hängen wir es auf? Können wir es aufhängen, die Jungs. Ja, also wir haben jetzt hier so ein klassisches Gestell, klassisches Gestell. Das benutzen wir zum Aufhängen. Ihr könnt natürlich das noch mitverwenden. Zu Ikea gehen. Ne? Die zu Ikea gehen. Das brauchen wir heute sicherlich auch noch. Weil die passen jetzt nicht alle hier drauf. Sind ein paar mehr. Sind ein paar mehr. So, wenn ihr die jetzt drauf macht, dann schiebt das ruhig noch mal schön nach unten. Ja? Und dann einfach reinhängen hier. Zack. So, weil jetzt sieht es ja so aus. Ne? Das soll schon alles so weit wie möglich nach unten sein. So, fertig, reinhängen. Okay? Ja, also. So, runterschieben. Und da drauf. So, das machen wir jetzt mit allen. Und dann sehen wir uns am Smoker. So, unser Smoker, unsere Lokomotive hat jetzt 150 Grad. Ja. Das ist optimal. Bei 140, 150 Grad wollen wir uns bewegen. Wir nehmen zum Heizen, haben wir wunderbares Holz. Und zwar Kirsche. Ich zeige euch das. Das ist, ja. Kleines Feuerchen ist drin. Kleines Feuerchen. Schmeiß wohl noch ein Stück mit rein. Machen wir, wollen wir gleich. Also super Hartholz, bestens geeignet, brennt lange und es hat auch noch so den Nebeneffekt, dass es noch so ein süßliches Aroma mit reinbringt. Ja, so. Okay, na los, dann rein damit.
Warte, zack. So, wie ihr seht, wir haben sie noch gebraucht. Die IKEA-Deckelhalter. So, wir backen die einmal so rum, dann können wir nachher nochmal drehen. Ja, so, jetzt Deckel zu. Und wir sehen uns in ca. 30 bis 40 Minuten. Wir haben unser Bacon gewürfelt, in die Pfanne geschmissen, ohne Öl, ohne alles. Stellen es auf die Hitzeplatte vom Smoker und warten, bis es langsam anfängt mit Braten. Im späteren Zeitpunkt geben wir dann unsere Baked Beans hinzu mit einem kleinen Schuss Barbecue-Soße. Okay, gleich jetzt los. Sieht schon gut aus, abgetrocknet sind sie schon langsam. Ja, also in dem Vorwand, ja, genau. Der Rauch. Und was macht sein Übriges? Drüben. Und unser Speck, der röstet vor sich hin. Man kann natürlich auch Zwiebel reinmachen, ja. Wir haben auch gesagt, nee, wir wollen nur Bacon, Barbecue-Soße. Ja, einfach und glasig anbraten, nicht genau. Zu sehr, nur genau. Glasig. Braune Spitzen hat er gekriegt. Jetzt nehmen wir ein bisschen Barbecue-Soße. Die ist mit viel Zucker. Die karamellisiert schön, wenn es dann mal rauskommt. Und jetzt der Zeitpunkt für unsere Baked Beans. Spülen das nochmal aus mit Wasser. So. Und jetzt können wir das ganze Pfännchen in den Wurm stellen. Da haben wir jetzt eine, glaube ich, 80 Grad müssten da jetzt sein. Da kann das schön für sich hinköcheln und smoken vor allen Dingen. Raucharoma aufnehmen. So wie der Thomas gerade erwähnt hat, gute 80 Grad haben wir. Ich mache mal auf. Stellen wir die hier schön rein. Und dann bleiben die schön warm und köcheln vor sich hin. Und dürfen bei 80 Grad so langsam in der Zeit, wo unsere Hähnchenschenkel garen, vor sich hinziehen. Das machen wir jetzt Schönes. So, unsere Schenkelchen sind braun, sind gut. Schauen wir rein. Wunderbar Rauchfarbe angenommen, ja. Wir sind noch relativ nah dran am Fertigsein. Was wir jetzt machen ist, wir glasieren sie mit der Barbecue-Soße. Ja? Dann kriegen sie nochmal einen schönen Glanz. Und eine Süße vor allen Dingen. Und vor allen Dingen nochmal eine Süße, genau. Die ist jetzt braun Zucker, die Soße. So, ne, ein Pinsel ist einfacher. Na, letzte Finger. Man könnte sie jetzt auch abnehmen und reintütschen und dann wieder dranhängen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So. Gut, ich bin's nochmal und dann sehen wir uns gleich. Genau. Komm, wir sind fertig, ja? Thomas. Prost. Gucken wir mal. Verkostung. Also wir fangen mit dir mit an. Bacon Beans. Ist ein schön abgetrocknet am Rand. Mhm. Gucken, wie das Raucharoma sich entwickelt hat. Prost. Prost. Süßer? Immer geil. Barbecue-Soße kommt durch. Ja. Schöne Schärfe. Prost, Jörg. Ist mal was Richtiges. Na los. Prost. Prost. Rauchig. Extrem rauchig. Mhm. Viel Rauchgeschmack. Süßer. Schön durch. Mhm. Ja. Genauso wie es sein soll. Mhm. Und noch saftig. Man sieht eigentlich auch einen leichten Rauchrand, oder? Wenn du umguckst. Die Wurst kommt gut durch. Hm? Die Glasur hast du mal schön frisch gemacht. Haut ist trotzdem knusprig. Macht einfach mal nach. Hm. Und was anderes wie ein Kugelgrill. Genau. Ja. Und bis bald wieder mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.